Wie spät ist denn eigentlich? Jetzt schon eine Stunde 21 Minuten. Alter Finne. Ich glaube, wenn wir wieder mal. Ja, wir müssen da oben noch eindeutig ein bisschen ausleuchten. Weil sonst spawnt uns da allerlei Getier. Ich nehme noch zwei Fäckelchen mit. Die packen wir wieder rein. So, passt ja. Da sind ja direkt zwei Kürbisse gewachsen. Dann schlafen wir eine Runde. So. Einmal die Fackel dahin und das Ding einmal dahin. Zwei Jack-O-Lanterns. So, und dann. Ich finde, dass der Turm nimmt langsam Gestalt an. Vielleicht noch unten rum ein bisschen Gestaltung, dann sähe er auch nicht so schlecht aus. Also mit dem Stil könnte man theoretisch auch Wachtürme bauen. Dann bräuchte aber wahrscheinlich ein bisschen Verzierung in der Fassade und so weiter. Ja, das sieht noch ein bisschen sauber aus. Vielleicht noch ein paar Broken. Aber das können wir ja später noch machen. So, und jetzt hoppeln wir natürlich weiter hoch. So, Dam-dam. Klingt ein bisschen wie Fluch der Karibik. Ja, geil. Wobei mir jetzt gerade einfällt, och nee. Ich fürchte, wir werden das nochmal komplett umbauen müssen. Ich fürchte es. Weil ich eigentlich das so nur an die Unterkante machen wollte und dann oben das so ein bisschen rausgehen lassen wollte. Also zwei Blöcke, das wird doch ein bisschen eng. Vor allem dann rennst du halt hier so direkt an der Mauer entlang und das ist halt auch für Beleuchtung total scheiße. Und hier an der Seite kommen ja dann die Treppendinger nach oben. Ne, wir können auch von den Blöcken her nicht anders da gehen. Och nee. Ich fürchte, wir müssen das nochmal umbauen. The never ending Baustelle. So, Moment mal. Die Frage ist halt, wie viel nach außen soll das gehen? Das ist halt meine Frage, wie weit... Was ist denn das für eine Scheiße hier? Ganz ehrlich. Nee, aber wie weit soll das nach außen gehen? Ich will halt hier nicht direkt so an der Wand entlang laufen, weil das wäre dann halt auch scheiße mit einem Kobbel. Ja, ich weiß es nicht. Nee, ich hab keinen Plan. Also ich weiß nicht, also. Ich könnte natürlich das einfach hier lassen, das Ding wieder da dran klatschen. Und dann
Ja, dann wird es da halt hier wirklich nur so direkt da dran laufen und das. Aber das hätte natürlich auch was, weil du es nicht so sehen würdest, weil es ja direkt mehr oder weniger in der Wand wäre. Da würde das Ganze nur so ein Stückchen, also die Wand nur so ein Stückchen rausgehen. Aber es macht halt die Beleuchtung schwieriger, das ist das Problem. Ich würde mal sagen, wir machen, lassen es einfach so. Ich würde mal sagen, wir lassen es einfach so und klatschen jetzt dann halt hier so. Weil so eine geile, so ein kleiner Aussichtsding hier wäre schon geil, aber das geht halt nicht wegen dem Platz oben, wegen dem oben drüber. Das Problem ist halt, hier oben drüber fließen schon die Monster. Also auf der Höhe hier, wo wir gerade sind, wo wir gerade gucken, müssen schon wieder Treppen sein. Damit das von unten nicht schlecht, nicht scheiße aussieht. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Ja, also ich weiß es halt nicht, weil einerseits ist es natürlich ganz geil, aber das Problem ist halt, du kannst hier überhaupt nicht mehr rausgucken, weil ja im Prinzip da wieder die Treppen vorne dran müssen. Also als Stütze für die Wasserströme oben. Nein. Als Stütze für die Wasserströme oben ist hier schon die Decke. Also die äußere Schale. Oh Gott. Verdammt. Ja, verdammt, ey. Ja, das ist, ja, Ich weiß nicht, irgendwie... Weil da auf der Höhe, also Fakt ist, die Monster, die fallen aus dieser Höhe hier da runter. In das schön herrlich sich kräuselnde Wasser. So, das bedeutet, hier ist der Boden. Also um das mal zu verdeutlichen, da, Kobbel, da ist schon der Boden. Das wäre dann im Prinzip nur dieser mini-kleine Wartungsgang, der hier lang führt. Moment, müssen wir gerade mal hoch. Haben wir noch Treppen? Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, wir setzen hier mal Treppchen dran. Wenn nicht, reißen wir es halt wieder ab. So. Ach ja, vorhin, von vorhin, der Midsummer Night Stream vom Mendelssohn. Ja, so, wir haben hier die Slabbles. Und es wird, glaube ich, Nacht. Von daher passt Midsummer Night schon gut. Bin mir nicht so 100% schlüssig. Wobei Schwäche, wobei mir gerade einfällt, Schwächetränke müssen wir uns nicht mal zwangsläufig brauen. Die droppen eventuell. So, fress mal gerade mal kurz was.
Und dann hacken wir noch ein paar Holz. Also erstens mal, da haben wir noch neue Kohle. Da haben wir auch nochmal neue Kohle. Die können wir mal da dazu packen. Da ist die Axt. Sieht schon geil aus, die Sonne. Aber, ja doch, passt ja. So, Moment mal, wie lange geht die Musik noch? Boah, 2 Minuten. Boah, passt schon. Mal ein bisschen lauter. Da unten ist noch nichts gespawnt, da oben hoffentlich auch nicht. So, das schmeißen wir da rein, das schmeißen wir da rein. Da oben ist noch ein Sapling, den wir mal da reinballern können. Mehr ist eigentlich nicht so wichtig. Gut, wenn wir den da haben, haben wir ihn auch. Wobei, stimmt ja, fällt ja was ein. Ich habe ja vor, ne, sowas wie diese Barrels da bei Ex Nihilo, also bei Sky Factory zu machen. Wenn das hinhaut, dann können wir auch die Dinger hier kompostieren. Aber, Moment mal, ja, es neigt sich gerade im Ende zu, die Musik. Da unten stehen auch schon die Monster bereit. So, dann packen wir das da rein. Ja, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, mit dieser Aussicht. Ja, weil das sieht komisch aus, wenn es da direkt drüber geht. Ich muss mir da echt nochmal was anderes überlegen. Naja. Also, auf jeden Fall mit dieser Musik, die jetzt gerade in diesen Sekunden ausläuft, verabschiede ich mich dann. Moment mal, ich muss gerade mal anhalten. So. So, und jetzt verabschiede ich mich aus dieser Folge und wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Euer Setanta LP. Und natürlich abonnieren, favorisieren, liken, dividieren, multiplizieren, karieren, subtrahieren. Was auch immer ihr wollt. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt noch eine schöne Zeit. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das mit der Musik fandet. Sollte ich vielleicht mal eine Umfrage zu machen. Und ich weiß, die Frage ist bloß, wie viel die Umfrage anschauen würden. Naja. Auf jeden Fall, bis dahin. Bye, bye. Und ciao, ciao. Euer Setanta LP. Und ja. Was ich als nächstes aufnehme, ist wieder mal Let's Play normal. Das habe ich ja gerade vorhin schon aufgenommen. Ich muss jetzt bloß gucken, dass ich die Folgen schneide. Und ja, das Let's Play aufnehmen, das tue ich sogar ja, Mittwoch wahrscheinlich schon. Naja, also ein Tag, nachdem die erste Folge dieser Aufnahme rausgekommen ist.
Also schon weit bevor das hier überhaupt rauskommt. Also von daher, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Schreibt mal vielleicht ein paar Themen in die Kommentare. Sollte ich vielleicht mal früher sagen. Was ist da hinten? Ah, da hinten ist ein Skelett. Wie süß. Ein Skelett mit Goldhose. Und eine Spinne. Naja. Aber ich glaube, darum kümmern wir uns einfach nächstes Mal. Das überlasse ich einfach meinem Zukunfts-Ich. Der kann dann die Scheiße hier ausbaden. Und der darf sich auch dann da oben rum kümmern, weil das sieht nämlich auch irgendwie scheiße aus. Da muss ich mir nochmal was überlegen. Das geht so nicht. Ich glaube, da muss ich den Gang breiter machen. Ja, ich glaube, ich mache den Gang einfach breiter. Noch ein bisschen setzen, noch ein Stückchen weiter runter. Also, Tschüssikowski, bis dahin, euer Setanter LP. Und jetzt endlich, ciao, ciao. Nach einer Stunde, 37 Minuten und knappen 50 Sekunden. Und jetzt, Tschüssikowski und ciao. Mit V. Und ach ja, ich könnte ja mal noch gerade noch slash stop machen. Und damit ist der Server jetzt auch runtergefahren. Ja, to survive in a world of nothing. Einmal kurz aktualisieren. Can't connect the server. Und ich würde mal sagen, Tschüssikowski, bis dann, euer Setanter LP. Ciao, ciao.